Okay, wir können tatsächlich keine Schusswaffen einsetzen. Wir können nur in der Flasche zuhauen. Also das ist so ungewohnt, in der Ego zu spielen. Was sollen wir tun? Man ist es einfach so gewohnt, in der anderen Perspektive zu spielen mittlerweile. Also Flasche haben wir noch am Start. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Nein! Immer noch eine Flasche am Start. Komm schon. Alter, das ist echt... Nein, sie beißt uns. Komm schon, wehr dich doch. Die muss da mal irgendwann drauf gehen. Oh mein Gott, echt. Ist das scheiße in der Ego. Komme ich jetzt gerade gar nicht mehr mit klar. Okay, natürlich. Es ist in der Ego-Perspektive wieder ein ganz anderes Spielerlebnis gerade. Aber ein komplett anderes. Da können wir gar nicht drauf gehen. Okay, wo müssen wir denn sonst weiter? Hier irgendwo? Ja, ganz, ganz komische Empfindlichkeit hier in der Ego. Okay, wir müssen wohl da oben weiter. Hier haben wir die Alte eben massakriert. Nach 5 Stunden auf sie einprügeln. Okay, speichert. Das kann schon mal, ja, gut und negativ sein. Auf jeden Fall keine Schusswaffe verwenden. Da rennt schon eine Ratte rum. Und wo läuft die staubende Bestie herum? Ein Elektroschloss. Verdammt. Ja, super. Ich muss der Spur folgen. Läuft die mir entgegen? Nee, läuft vor mir weg. Das heißt aber nicht, dass ich sicher bin. Okay. Der ist wohl tot. Ah, guck mal an, was wir hier haben. Endlich mal wieder ein Leichtschlüssel. Gerade mal der 6. Wir haben echt lang keinen mehr gefunden. Das ist doch heavy, Mann. Oh Gott, die kommt zurück. Die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück. Versteck mich jetzt hier hinter. Oh Gott, die ist direkt vor mir. Boah, das ist in der Ego ein ganz, ganz perverses Feeling gerade. Alter, und wie die aussieht. Sowas von hässlich. Ich hoffe nur, dass hier nicht noch eine von denen ist. Wir haben schon mal eine Sicherung gefunden. Eine Sicherung. Ist hier sonst noch irgendetwas? Ganz klar, der Stromkasten. Ja, super. Hey, beim ersten Versuch. Thank you.
Wie weit läuft sie denn bitte schon hier hin? Ich weiß nicht, wie weit die hier hinläuft. Ich glaube, die dreht schon wieder um. Oh Gott. Dreht die wieder um oder nicht? Was macht die? Alter. Du heftige Stinkmeuchel, was tust du? Okay, sie dreht um. Sollten die Chance nutzen. Okay, hinten gibt es nichts mehr. Hinten ist gar nichts mehr. Warum bleibt die da stehen? Einmal bleibt wieder stehen, das hat die vorher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wir an der vorbeikommen so ungehindert oder ob wir lieber warten eben. Weil die Tür war ja direkt da vorne. Ich glaube, wir warten eben, bis sie zurückkommt. Bleibt schon wieder stehen. Okay, dreht schon wieder rum. Geht wirklich sehr knappe Wege hier. Kommt immer näher und näher und näher. Oh mein Gott. Boah, die hätte uns so safe sehen müssen gerade. Boah, was für ein Luck, ey. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Da haben wir was vergessen. Was haben wir denn da? Ein Metallrohr. Und die Tür ist offen und das ist eine Leiter. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Okay, wir sind durch. Leiter benutzen. Okay, wir kommen direkt in einen Raum raus. Hier ist wohl nichts. Sieht sauber aus auf den ersten Blick. Aber auch nur auf den ersten Blick. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Ein Resonanzpunkt. Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Okay. Der Kollege hat nichts dabei. Aber wir haben einen PC hier. Nur weitere Informationen wahrscheinlich. Yep. Ich brauche dringend mal eine Werkbank wieder. Um mir wieder Pfeile und all das schöne Zeug herzustellen. Da geht uns nämlich so langsam alles aus. Okay, wir haben unsere Pistole wieder griffbereit. Was ist hier los? Okay, wir sind wohl richtig, ist ein Bonusraum. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und auf dem Rückweg gibt es bestimmt wieder neue Überraschungen. So, Waffenteile, Shotgun, Munition. Ein eingestürzter Bereich hier. Und ein normaler Harpunenbolzen. Endlich wieder was zum Angreifen.
Haben wir hier hinten irgendwas übersehen? Im Waffenschrank. Der wurde schon geplündert, da ist nichts mehr drin. Haben sie uns alles schon weggenommen. Hier ist auch nichts. Okay, wir müssen hier rein. Ist die Shotgun voll nachgeladen? Ja, ist sie. Greifen erstmal zur Pistole. Der ist schon kopflos. Der Zusammenbruch hat ein Gas. Ah, guck mal, wir sind direkt da. Und meine Atemmaske ist im Transporter. Hören Sie, kann hier mit einer Atemmaske. So, X einstellen. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Aber die Hilfe kam zu spät. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Fickt euch doch! Okay, die lassen eiskalt ihre Leute im Stich. Okay, da kommen wir nicht rein. Hier runter kommen wir auch nicht. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn? Aha. Hier kommen wir nicht durch. Das kennen wir ja schon. Da waren wir gerade schon auf der anderen Seite. Immer solche Lüftungsschächte und die müssen doch immer gruselig und genauso groß sein, dass wir durchpassen. Okay. Hier können wir auch nicht interagieren. Vielleicht irgendwie ein Secret zu entdecken oder eine Abkürzung, um hier hinzukommen. Nicht jedes Mal diesen endlos langen Weg zu nehmen. Endlich komme ich hier raus. Endlich kommst du hier raus. Etwas Pistolmuni, das ist schon mal sehr gut. Halten zum Rathaus von Union. Ah, okay. Heilkraut ist auch am Start. Okay, ist jede Menge am Start. Ich würde aber echt gerne mal wieder eine Werkbank finden. Oh Gott, das fuckt so ab, dass man keine Werkbank findet. Das ist hartnervig. Können wir das öffnen? Ja, können wir. Nochmal 20 Waffenteile, nice. Okay. Zum Rathaus. Jetzt durch das Mark gekommen. Wir können nun zum Rathaus. Und 100%. Rathaus von Union. Unser liebsten Kleinstadt hier. Okay, da ist schon mal ein Speicherpunkt. Und ein Kaffeeautomat. Das ist nice. Dann gönnen wir uns doch mal direkt einen Kaffee. Um unser Leben wieder frisch aufzufüllen. Neue Energie zu tanken und weitere hunderte von Bestien umzulegen. Speichern sollten wir das Ganze auch mal. Zack. Nehmen wir einen neuen Speicherplatz. Okay. Etwas Rotes. Und ein Spiegel. Da ist auch eine Werkbank hinter, wenn mich nicht alles täuscht. Sebastians Zimmer. War diese Tür schon immer da? Wo führt diese Tür hin?
Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Okay. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Okay, wir kriegen einen Schießstand zur Verfügung. Alles klar. Hundert Punkte. 110 Punkte. Oh, die gibt Minuspunkte. Warum sagt mir das denn keiner? Ich denke, ich kann hier jeden dick abknallen. Punkte. Okay. Was bringen uns diese Nichts Punkte? Verlernt. Okay. Es gibt 50 Waffenteile. What the fuck? Okay. 50 Waffenteile. Kettenangriffsmodus. Das ist cool. Wir können uns so jede Menge Waffenteile erspielen. Schießstandmodus. Ach, verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt's da. Das gibt sogar grünes Gel. Das gibt grünes Gel und Waffenteile. Jede Menge grünes Gel. Ein Leichenschrankschlüssel. Alter Schwede. Okay, wir können so... Okay, wir müssen auf den Kopf treffen. Das gibt alles viel zu wenig Punkte sonst. Ich will keine Minuspunkte mehr machen, bitte. Gibt der Treffer daneben eigentlich keine Minuspunkte? Unser Punktestand ist relativ hoch. Ja. Yeah. Trifft genau, wie ihr es beabsichtigt. Ja, es geht so. Ne? Wir haben schon echt viel daneben getroffen. Aber Belohnung erhalten plus 1500 grünes Gel. Beim nächsten müssen wir 2500 erreichen. Und kriegen 100 Waffenteile und 1000 grünes Gel. Okay, wir können es mal probieren. Die Welt hier ein bisschen verändert, was das Schießen betrifft. Auf jeden Fall kriegen wir so ein bisschen Übung dabei. Alter, sind die schnell. Die Ratte müssen wir treffen. Die Ratte ist ein Muss. Er ist verschwunden, okay. Das waren schon mal echt verschenkte Punkte. Plus 180, nice. Plus 720, sogar 3084 Punkte haben wir kassiert. Verdammt, ja! Ja! Nice, ey, wir können uns auf jeden Fall jede Menge Bonus holen und uns gleich erstmal ganz schön dick leveln. Das freut mich richtig. So, nächster Schwierigkeitsgrad. Erfordert 3000... Ach so, die verschiedenen Sachen erfordern eine gewisse Punktzahl. Okay, für das Höchste brauchen wir auf jeden Fall 3500 Punkte. Probieren es direkt mal. 100. 110. Die Ratte mitnehmen, definitiv. Was ist das für eine Uhr? Die Uhr verlangsamt die Zeit. Plus 2,8. Da haben wir noch einen. Oh mein Gott, jetzt fuck it.
Vielleicht hätten wir uns die Uhr für irgendwie einen heftigeren Moment aufheben sollen. Auf jeden Fall die Maus mitnehmen. Nein, der Typ ist verschwunden. Nein! Oh mein Gott, was macht ihm denn verkehrt? Plus 3,6. Wir haben 3690 Punkte erreicht. Korrekt. Ja, das ist so ein kleines Minigame, was auf jeden Fall mal Bock macht und ein jede Menge Features freischaltet nach und nach. Warum habe ich gerade so lange im Blackscreen? Wie bitte was? Warum? Nein. Nein. Es ist jetzt nichts gespeichert oder was? Warum bin ich jetzt gerade aus dem Spiel geflogen? Bethesda Softwares, warum bin ich gerade aus dem Spiel geflogen? Einfach so. Ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich gebe mir hier echt Mühe, schöne Bonuspunkte zu kassieren, dann passiert so eine Scheiße. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehabt bisher. Mit Sicherheit dachte sich einfach, Sivirusin 2, boah, der ist so weit, ne? Den gönnen wir das nicht, den schmeißen wir jetzt direkt mal raus, dass ich alles von neu machen muss. Am besten ist mein Spielstand, den ich zuletzt gespeichert habe, jetzt noch beschädigt, dann ist alles gewonnen. Oh, das habe ich immer früher gehasst, ey, auf der PlayStation 2 und 1. Spielstand beschädigt, alles von neu, weil die Memory Card irgendwas falsch geladen hat. Alter. Daten werden synchronisiert. Dann synchronisiert doch bitte schneller. Okay, ich render das auf jeden Fall raus. Drücken auf Fortsetzen. Annehmen. Ich hoffe nur, der hat gespeichert nach jedem Highscore. Nach jedem Highscore. Okay, wir sind am Speicherpunkt. Hier ist der Spiegel. Oh nein, er hat überhaupt nichts gespeichert. Er hat gar nichts gespeichert. Wir müssen alles von neu machen. War diese Tür schon immer da? Oh nein. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Was zum Teufel ist das? Eine Chance, ihre Fertigkeiten okay, Leute, zu testen. Das render ich raus. Ich spiele nochmal bis zum selben Zeitpunkt. Und dann bin ich wieder für euch da.